Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Hetman Shadow Ward. Ja, wir sind wieder an dieser Stelle, wir haben gerade gespeichert, da hinten ist der Hetman, der traut sich da in dem Moment gerade nicht weiter. Aber wir wissen ja, dass er uns dann relativ bald tatsächlich erwischt hatte. Ich verstehe zwar irgendwie nicht so ganz, wie er das geschafft hat. Aber okay, da ist auch eine Seite. Woohoo! Alles klar. Ah, da kommt er gerade wieder. Irgendwie flackert da gerade alles so komisch. Ich weiß nicht ganz, was da los ist. Ich höre was. Eine Seite. Jawohl. This isn't real. What? Die nächste Seite. Sehr schön, ey, geht's ja richtig voran. Progress. Ich weiß gerade echt nicht, warum das so komisch flackert alles. Oh, oh. Alter, schrei halt nicht so. What the fuck? Jetzt hat's mich ganz tatsächlich gerissen. Alter. Okay, laufen wir einfach mal hier weiter, den Gang. In der Hoffnung, dass wir ihn wieder etwas abhängen können. Da ist nix. Er wird jetzt dann gleich mal wieder kommen. Oh, geht's runter in den Keller? Okay. Hier waren wir auch schon ein paar Mal. Boah, laut. Na. No. Immer wieder der gleiche Spaß. Immer wieder der gleiche Spaß mit den Rollstühlen, die da von alleine irgendwo hinlaufen. So. Schauen wir doch mal. Wo wir jetzt hingehen. Und was wir am geschicktesten machen, um die nächsten Seiten zu finden. Man hört ja eigentlich schon relativ früh, wenn irgendwo eine Seite zu finden ist. Aha. Es scheint locker zu sein. Ah, wir haben doch so ein Ding gefunden. Ach, das ist aber nicht dein Ernst. Shit. Ach so, jetzt kapiere ich es gerade. Wir haben doch. Jawohl. Das blöde Ding gefunden. Na, guck an. Taschenlampe wieder her. Speichern wir nochmal. Und dann kann man da nämlich ganz entspannt drüber gehen. That's cool. Actually. So, nur jetzt. Mist, hätte ich es jetzt vorhin schon repariert, dann hätten wir noch schnell speichern können. Jetzt sind nämlich die ganzen... Hier sieht's anders aus. Jetzt sind nämlich leider die ganzen Seiten, die wir gefunden haben, wieder weg. Der Hetman ist gleich da. Alter. Fällt mir das scheiß Ding auf den Kopf. Holy shit. Irgendwo hier gibt es eine Seite. Mist, da kommt das blöde Viech schon wieder. Okay, und das Eck hier sieht wirklich komplett anders aus. Die Wände sind ganz anders. Spannend. Da, ein Eck. So. Gibt es hier auch was? Nope. Oh oh. Schnell weiter. I'm guessing there's no hardware store close by. Ah, cool. Shit. So, ich würde jetzt ganz gerne nochmal speichern, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich. Aber das sieht's gerade schlecht aus. So, wir müssen jetzt hier aber noch irgendwo was finden. Damit es tatsächlich
weitergehen kann. So, hier unten sieht es jetzt gerade auch ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl. Ja, allerdings. So, wo finden wir jetzt das Richtige, um den Fahrstuhl wieder intakt zu bringen, dass der wieder funktioniert? Ei. Cool. What the fuck? Jetzt sind wir wieder ganz woanders. Ah. Irgendwo. Hier irgendwo. Muss es eine Seite geben. Da drin. Alter. Hier drin sind wir aber schon sicher vor dem, oder? Gehe ich ja tatsächlich mal von aus. Da drin brutzelt einer vor sich hin. Da war vorhin eine Seite. Sag mal. Das Gemurmel war dann auf einmal weg. Die muss da irgendwo sein. Ich will die blöde Seite haben. Lloyd? Jetzt hört man auf einmal nichts mehr. Wow. Are you fucking serious? Da war er auf einmal. Ah, shit. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Sowas. Ja, sowas. God damn it. Maschinengriff eingesammelt. Oh oh. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Shit. Wo war denn? Oh, jetzt muss ich wieder zurückfinden. So den blöden Fahrstuhl. Da ist er. Nee, da ist er doch nicht. Scheiße. Wo ist der blöde Fahrstuhl? I have no fucking idea. Aber irgendwo muss er sein. Wir werden schon mal wieder hinkommen. Gehe ich doch jetzt einfach mal fix von aus. Halt. Seite. Einsammeln. Ganz wichtig. So, Freunde. Jetzt wäre ich aber trotzdem ganz gern langsam mal wieder beim Fahrstuhl, ehrlich gesagt. So, da ist wieder der gebogene Gang. Und hier ist Ende. Das ist sehr fies. Wenn man da gerade verfolgt wird, hat man Pech gehabt. Tatsächlich. Oh, oh, so wie da gerade. Da ist wieder so ein Ding, aber der Fernseher ist weg. Man kann tatsächlich nicht mehr speichern an der Stelle. Das finde ich jetzt gerade auch ein bisschen fies. Da hinten kommt er. Ich habe es flackern sehen. Wo ist der blöde Fahrstuhl? Sag mal. Hallo? What the fuck? Aha. Ventilator mitten im Ding, mitten im Gang. Ah, da geht's noch weiter. Okay. Cool. Ich habe leider trotzdem keine Ahnung, wo ich wirklich lang muss und in welche Richtung so tatsächlich. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ah nee, das sieht wieder anders aus. Sag mal. You fucking kidding me? Die nächste Seite. Sehr schön. So, aber. Ah, da hinten kommt er, unser kleiner Freund. Wo ist dieser blöde Fahrstuhl? Schön. Ach
komm, Alter. Wo ist dieser blöde Fahrstuhl? Ich finde ihn einfach nicht mehr. Oder wir müssen jetzt wieder eine bestimmte Anzahl an Seiten finden. Bevor der tatsächlich wieder vor uns auftaucht. Das kann ich mir bei dem Spieler durchaus vorstellen. Da kann man nicht rein. Ich bin ja schon wieder unterwegs. Wow, der ist ganz schön nah gekommen. Holy shit. Wie ist der plötzlich so nah gekommen? Seite, Seite. Bzzzt. Geht's wieder in den Keller? Da hinten kam er gerade. Ich hab schon durch die Tür Luken sehen. So. Gibt's da noch irgendwas? Nope. Na dann. Geht's da wieder rauf? Ach, oben zeigt's wohl immer so eine Art Zähler an. Ich glaube ja gerade tatsächlich, dass man die Anzahl an Seiten finden muss, bevor es weitergeht. Da oben links. Wenn wir noch eine Seite finden, wird der Fahrstuhl bestimmt auf mysteriöse Weise wieder vor uns auftauchen. Nehme ich jetzt einfach mal stark an. Ah ja. Okay. Das ist sehr witzig. Oh. Lauf! Da kommt unser Freund mit dem Hut. Unser Freund mit dem Hut. Der Hutständermann. Oh. So, er wackert ganz dicht hinter uns. Leider Gottes. Jetzt hat man wieder daran gemerkt, dass das Licht so geflackert hat. Und dass unser Protagonist hier Herzrasen bekommt und nicht nur er, ich auch. Alter Scheiße, warum kommt er auf einmal vor uns? Hohohohoho. Das fand ich jetzt gerade gar nicht so lustig. Holy fucking shit, hey. Ja, ja, das verliert auch immer mal seinen Reiz, tatsächlich. Da ist er schon wieder plötzlich hinter uns gewesen. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich bin jetzt gerade nur noch am Fliehen irgendwie. Oh, hör mal rein da. Da drin sollten wir sicher sein. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, mal wieder. So, Freunde. Oh, oh. Der ist ja schon irgendwo wieder in der Nähe. Da hinter uns kommt der schon wieder. Wie macht der das? Sag mal, ernsthaft? Eine Seite fehlt uns noch. Sag mal, wo ist denn die? Die blöde Seite muss doch irgendwo mal sein. Was zum Speichern wäre auch mal wieder ganz nett, tatsächlich. Tatsächlich. Es ist irgendwie immer das Gleiche alles, aber... Mann, hier muss irgendwo die scheiß Seite sein. Ich finde sie nicht. Ich finde sie einfach nicht. In dem einen blöden Raum da muss sie sich eigentlich befinden.
Okay, hier waren wir auch schon länger nicht mehr unterwegs. Oh, oh. Er ist ganz nah. Er war gerade ganz nah auf jeden Fall. Das gibt's nicht. Sag mal. Fuck. I don't get it. Wo ist die letzte blöde Seite? Das gibt's doch gar nicht. Die muss doch mal irgendwo auftauchen. Wie gesagt, bei dem einen Ding da kam sie einfach nicht. Ich habe gerade gehört, aber nicht gesehen. Was mir auch immer überhaupt nicht gefällt tatsächlich. Aus, ich glaube, sehr verständlichen Gründen. So. Wir rennen jetzt hier gerade wie bescheuert immer durch die gleichen Gänge. Und kommen aber nicht wirklich weiter. Und ich weiß nicht wirklich warum. Es ist leicht nervig. Oh, lauf halt. Alter, bleibt er einfach stehen. Bisschen lebensmüde, der Gutste. Ist er hier oben schon wieder? Nö. Seite gibt's irgendwie auch keine. Hm. Komisch. Ah, da kam er. Unser kleiner Freund. Unser kleiner Freund. Oh, oh. Ach, da kommt er von oben. Hehehe. Hängt in der Decke fest. Sag mal, warum kommen wir da nicht rein? Da müssen wir nämlich rein. Das ist die einzige Tür, die nicht aufgeht. Wir sind gerade relativ safe, weil der da nicht weiter kann. Weil er der Decke festhängt. Aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Es gibt hier auch keinen Weg rüber. Dass man sagt, man klettert da durch. Actually, I don't know. Warte mal. Die da irgendwie benutzen? Nee. Kann man auch nicht. Mal schauen, vielleicht muss ich die Streichhölzer wirklich mal irgendwo benutzen, tatsächlich. I don't know. I really don't know. Da gibt's nix. Oh, oh. Da gibt's nix. Oh shit. Er ist mir gerade schon wieder ein Tick zu nah tatsächlich, unser kleiner Freund. Da gibt's auch nix. Die Tür ist zu. Jetzt sind wir schon wieder hier. Bei so einer Tür. Man läuft echt immer in den gleichen Gängen rum, aber es geht nichts vorwärts. So wirklich. Da war er. Und hat versucht, uns zu fangen. Hat sind wir wieder in so einem blöden Gang.
Ausgerechnet in dem Gang, in den wir rein mussten, hält er uns auf. So. Boah. Alter. Geh halt mal weg. Das gibt's ja gar nicht. Wow. The barbecue is now officially over. Okay. Ich glaube, hier passt gerade irgendwas nicht. Ah, Mist. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich hätte machen müssen. Der Hebel wäre nicht für den Fahrstuhl gewesen, sondern für dieses komische... Ach, Mist. In diesem blöden Raum, wo der Typ gebrutzelt wird. Aber jetzt sind wir hier drin und kommen nicht mehr raus. That's bad. Actually. Sag mal. Hallo? Hallo? Lass mich raus. Vielleicht, wenn wir ein bisschen wie wild und wahnsinnig rumhüpfen, vielleicht lässt das Spiel uns dann wieder raus. Well, I don't know. Okay, nö. Keine Chance. Das ist ja nervig. Es ist ziemlich nervig. Damit sind wir eigentlich wieder da, wo wir angefangen haben bei der Folge. Okay. Ja, aber ich möchte trotzdem diese Folge hier beenden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben uns ja doch... Also ich habe mich auf jeden Fall an einer Stelle ziemlich erschrocken. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Das heißt, in der nächsten Folge wird es dann hoffentlich weitergehen. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.